Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Heute stehen Elektro Raids mit der Gang auf dem Plan. Wir müssen noch ein bisschen raiden und deshalb machen wir das jetzt. Ab geht's. Raids sind richtig und wichtig. Und man sollte mal gucken, dass man die 10 Schweren in der Woche durchpeitscht. Am besten Elektro und Kupfer. Ich bin ein bisschen lazy in letzter Zeit und mache meistens nur Elektro. Aber ich versuche eigentlich Elektro und Kupfer meine 10 zu machen. Weil die Engineer-Punkte sind sehr gut. Oh, sie kommen direkt von hinten. Okay, der ist tot. Oh, die sind schon alle weg. Ich hätte mich gar nicht umdrehen brauchen. Doch, da ist noch einer. Ich hätte auch noch ein Stück. Was ist denn der hin? Oh. Dann gehe ich vor. Kümmere mich halt um die Tür, ne? Damit da hinten nichts lässt. Was, schon wieder? Ach ja, da sind mehrere, die sind hinter uns gespawnt. Ich hatte schon vorne die Tür immer weggemacht. Waren wir zu langsam, oder was? Jetzt kann ich endlich hier mal ein bisschen schießen. Und legen Minen da. Nee, keine Minen diesmal. Diesmal fahre ich nicht gleich rein. Letztes Mal haben sie mir direkt die Ridge runtergeschossen da vorne. Vorsichtig. Ja, jetzt beim letzten kann ich drauf. Naja, bald ist es ja endlich vorbei mit dem Schnee. Ja, wie lange geht's noch? 2 Wochen oder so. Ich schmutze voll vom Schnee hier. Ich habe auch das Gefühl, mir rutscht auf dem scheiß Schnee. Ey, so geklaut der, oder schießt mit der nur auf meine Waffe? Funkt schon wieder der Ratchet, es gibt's nicht diese kacken Nomads. Früher in der guten alten Zeit, als die Bots noch nicht auf Waffen geschossen haben, das war noch schön. Aber es gab auch mal eine Zeit, wo die Raids richtig schwer waren. Ich weiß noch, am Anfang war es einfach. Nee, am Anfang war es, da konnte ich mit 5000 einen schweren Raid fahren mit Equalizer drauf. Und dann habe ich so ein Dreivierteljahr nicht gespielt, kam zurück und ich habe nicht mal mehr einen normalen Raid geschafft, weil die so super schwer waren. Nee. Ja, das auch, aber nee, das war ja mit dem alten Auto noch. Ich habe ja so ein Dreivierteljahr nicht gezockt. Und da habe ich die schweren Raids mit 5000 PS gemacht. Und jetzt kannst du ja nur noch mit 8000 PS in die schweren Raids. Und als ich zurückkam, waren die normalen Raids. Ey, die haben mir die Waffen runtergeschossen. Da waren die normalen Raids so schwer, dass ich die nicht geschafft habe. Da musste ich leichte Raids machen. Und irgendwann haben sie es dann mal wieder ein bisschen geändert, dass die Raids wieder ein bisschen einfacher wurden. Dann, dass du halt für einen schweren Raid 8000 PS auch brauchst. Und da geht's eigentlich. Nur jetzt seit einem halben Jahr oder so schießen die ja so auf Waffen, die Bots. Das haben die ja früher nie gemacht. Ja, nee, du brauchst schon Ratchet dabei. Ja, aber seit ich jetzt wieder selber Raids habe, kommt es auch nicht mehr vor. Ratchet. Ja, die ganz schlimme Zeit war so 1,5 Jahre nach Release ungefähr.
Da waren die Raids mal eine Zeit lang übelst schwer, so ein halbes Jahr oder so. Da waren die echt grässlich. Eigentlich schon, weil es halt öde wird so. Das kann doch nicht so schwer sein, einen anderen Raid zu produzieren. Ja, wir könnten echt mal mehr Raids machen. Oder ein bisschen anspruchsvollere wurde so. Ich weiß auch nicht. Kann ich irgendwas Cooles reinmachen? Wie früher, als WoW noch stark war. Dass du dann so Phasen vom Boss hast, der dann so hinschießt, dann musst du ausweichen und so, darfst nicht da stehen bleiben. Na gut, die Bosse haben die halt keine Superwaffen, die haben auch immer nur die Waffen drauf, die es auch so gibt. Aber ein bisschen was Cooles könnten sie sich echt mal belegen für die Raids, weil wenn man ständig Raids macht, dann ist es halt wegen eintönig. Den Raid fahre ich trotzdem ganz gern hier, weil der geht immer schnell und der gibt auch eigentlich ganz gut. Ich habe letzte Runde 25 Elektroteile gekriegt, das ist eigentlich ordentlich. Na, überlegst du, dass der Felsenstadt da, da kriegst du, was kriegst du denn da? 35, wenn es richtig gut läuft? Das sind 25 eigentlich okay. Ja, Felsenstadt ist schon cool. Obwohl, nee, im Moment ist mein Lieblingsraid der andere. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Der, wo du die Brücke zerstören kannst. Weil da gibt es eine Stelle, wenn du da stehen bleibst, müssen aber alle vier da stehen bleiben. Dann kommen die Bots immer aus derselben Richtung. Du musst halt immer markieren, dass die auch alle da stehen bleiben. Ich habe es letztens in Zelle gezeigt und dann war es super entspannt. Ich habe dann also hingepinkt hier so, dass die da die ganze Zeit auch hier auf dem Haufen bleiben. Kann ich auch nicht markieren irgendwie. Und irgendwann haben die anderen es auch gecheckt, so nach der zweiten, dritten Welle, und dann sind die hinten rumgefahren. Dann musst du die Geschütze auf der anderen Seite gar nicht aufbauen. Du kannst einfach schön neben dem Turm bleiben, da unten, weißt du, und dann kommen die immer durch die Halle und du kannst einfach reinwetschern. Du musst dich gar nicht bewegen. Ja, bei der Brücke. Stimmt, die heißt einfach nur Brücke, die Map, gell? Ja. Ja, ich glaube, die Map, die heißt auch einfach Brücke, oder? Und da kannst du einfach rechts von dem Turm so, wo dieses umgelegte Boot ist, da kannst du dich hinstellen. Wenn du da stehen bleibst, kommen die Bots die ganze Zeit von der einen Seite. Es darf nur keine dumm rumfahren. Aber den musst du dann einfach sterben lassen, wenn einer dumm rumfährt. Du musst die ganze Zeit so markieren, dass der sich gefälligst da hinstellen soll. Irgendwann rafft er es dann schon. Sie ja, was frisst schon. Sieht saures. Sieht nicht mehr gut aus. Schon wieder. Obwohl ich dem übelst gegeben habe. Statt den Wasser, der ist zu nett. Ja, Zinia Catalina ist schon was Feines im Raid. Ah, Krabbe. Gucken wir mal ein paar Ründchen PvP. Rauschi, machst du noch mit? Lass kurz gucken, was ich für Tagesaufgaben habe. Maschinengewehr. Mach's gut, bis morgen. Wir können kurz Hype erst machen, weil ich muss Maschinengewehr nehmen. Dann nehme ich einfach Punisher. Jo. Machet gut. Ciao. Jo. Das Moje wahrscheinlich.
Ja, obwohl ich bin auch nicht sicher. Stimmt, ich muss ja noch um Geburtstag. Ah, abends, aber ja, doch, abends denke ich schon irgendwann. Ach so. Ja. Was qualmt sie dann für Mage? Ach so. Okay. Aber super wenig Schaden auf die Distanz. Ich habe jetzt mal die Catalina genommen. Ich glaube, der ist im PvP cooler. Ja, hier ist so ein ganz fetter Bot. An dem kann ich erst noch eine Kabine aufladen. Jetzt mal hier um die Ecke, dass die anderen nicht so auf mich schießen. Stick ist auch hier. Kämpft. Lass dir gerade den Stick, lass dir dann seinen Bot hier. Das ist ganz gut. Kurz weg, der Bot hat es vor allem auch auf mich abgesehen gehabt. Die Catalina ist auf 3, ich würde die gerne noch ein bisschen höher bringen erst. Ach, das ist ein Scorpion-Bot. Jo, er ist weg. Jawohl, die Catalina ist auf 6, jetzt geht's rund. Und ich sehe noch echt gut aus. Wo ist ein Stick? Da ist der Stick. Sticker Bragger drauf. Eine Stick ist leer. Gut, Catalina auf 7, ey, dann braucht er mit der Breaker auch nicht mehr ankommen. Da brennt einer. Voll. Was, du warst MVP, obwohl meine Catalina auf 7 war. Ich glaub's ja nicht. Hey, sonst fahr ich lieber den anderen, weil der mehr ausfällt, aber im PvP. Da hat man immer mal so ein schönes Zeitfenster, da kannst du den Bot wegnaschen, schon ist die Catalina aufgeladen, dann geht's richtig ab. Ein CW ist ja auch, ja gut, gegen Bot kannst du eigentlich immer aufladen. Musst du einfach den fettesten Bot raussuchen, der einfach reingehitzt kommt und dann schießen zusammen und dann hast du die Catalina schon mal auf 2-3, das ist schon mal ein guter Anfang. Zwei muss ja, zwei, damit überhaupt erstmal Standardschaden ist. Ich sehe gerade, ich habe den gar nicht umgebaut. Ich habe hier noch einen Spectre drauf. Ach so. Ich weiß warum. Ja, ist nicht schlimm, ist okay. Ich habe keinen Bock, die jetzt umzubauen. Weil das Gewicht. Gerade sein Motor ist anders gefused. Deshalb hat die bei mir nicht direkt drauf gepasst. Und ich muss da erst umbauen. Aber ich habe mir dann eine mit Beholder gebaut. Damit die einfach beim Push schon direkt den Schaden hat, das heißt, damit ich, wenn wir pushen wollen, das erst groß rummachen muss. Weil das ist blöd dann. Hab das gemerkt, wenn die Catalina pushen, ist scheiße. Außerdem fällt die auch viel schneller auseinander, der andere hält viel mehr aus. Da musste ich hier nochmal die dritte draufbauen. Ah, im PvP tut es auch die Spectre. Kann man gleich so übertreiben. Und vielleicht haben wir dann auch weniger Scorps im Gegnerteam. Dass wir doch noch so eine PS-Klasse runterrutschen. 16, ja, einer mit 12. Na gut, der 12 könnte auch Feuerheinz sein. Mr. Isis, der hat auch mit ziemlich hässliche Builds. Und Neostars. Neostars hat keinen Clan. Trivius, das, ich glaube, das ist ein Neostars, sein Kollege, der ist auch stark. Ich meine, die waren mal beide bei Chaos gewesen. Vielleicht war er noch nicht fertig mit dem Bauen. Ja, ja, Trivius, der ist ja eigentlich, der hat auf jeden Fall auch Mastodon oder sowas. Kann ich an den Drohnen meine Catalina aufladen? Das hat noch nicht gereicht. Die haben auf jeden Fall einen Scorp.
Distanz noch nicht gut. Da muss ich näher ran für den Score. Ah, schade, die Dröhnchen reichen nicht, um es aufzuladen. Da. Ich habe auch gerade gedacht, es wären Drohnen, gell? Hier hinten ist einer. Das sind die anderen komischen Drohnen hier. Die haben diverse Drohnen dabei. Oh, du wirst stark belästigt von drei. Den Hawk habe ich bis in die Flucht geschlagen. Was ist denn das für eine Superbanane da? Ich muss weg. Nein, das war meine Unsichtbarkeit beim Flüchten. Ey, das ist blöd. Unsichtbarkeit beim Flüchten rausgeschossen hat. Die sind aber auch lästig, die Drohnen. Nein, ich mach gerade Scheiße. Ich weiß nicht, auf wen ich schießen soll. Und jetzt holt mich der Pork einfach. Oh, ich habe mir noch meine Waffen. Ich bin stark verkrüppelt. Ich habe halt leider nur noch 350 Leben. Aber meine Kabine ist auf 3, immerhin. Was sehen die anderen so aus? Bist du tot? Guck dir die anderen mal an. Achso. Ach, Trevius hat so ein ganz langes Ding. Guck mal, guck dir den mal an. Scheiße, ich kann nicht mehr richtig lenken. Ah. Ich hätte mich mehr auf den Neostars konzentrieren sollen. Ach, er hat keine Waffen mehr hier. Corrupt Data. Ich versuche den anderen gerade niederzuschrauben. Ja, verdammt, der Bot nimmt ein und der Scorp macht's jetzt. Ja, kacke, ich hätte doch gleich auf den Scorp gehen sollen. Das war irgendwie so, die Drohnen, die haben mich voll verwirrt. Ich habe also auf die Drohnen geschossen, wusste nicht, auf wen ich gehen soll. Das war echt blöd. Derzeit hat der Scorp mich schön angeschossen als. Und der Bot nimmt ganz gemütlich ein. Tragisch. Nächste Runde müssen wir uns rächen. Ach komm, dann nehme ich den anderen, ey. Ist zwar cool, wenn die aufgeladen ist, die Kabine, aber... Jetzt hat man den großen Bruder her, ja. Drei Mann von Blub. The Son of Uhtred. Uhtred von Bebbanburg. Wie ist der Fluffy Bear? Wie irgendein starke. Ach, wir haben den Neostars jetzt bei uns. Ja, das ist doch erfreulich. Mal so ganz Korb dabei. Ja, Squabs sind übel. Oh, die fliegen aber weit. Pork, ein Fortune, ein Scorp. Der andere hier ist, glaube ich, könnte auch. Ach, der ist auch ein Pork. Sogar zwei Porks. Ja, der Black Pistols hier, der ist auch. Ja, ja, den habe ich schon gesehen. Aber der Black Pistols ist auch ein Scorp. Ja, dann. Das haben wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ach so, ich habe jetzt gar keine Catalina, ich muss hier gar nicht aufladen. Kann direkt Spaß haben. Oh, Breaker kommt zu mir. Herzlicher Airmark Breaker. Oh, der belästigt mich. Ach scheiße, die belästigt mich zu zweit. Jetzt ist nicht gut, ich muss weg. Ich hänge hier an dem dran. Ach so, das war ein Feind, an dem ich dran gehangen habe. Ach, das ist auch ein paar. Oh Gott, ich sterbe hier, glaube ich. Ja, mein Oma Mochi ist raus, ey. Die nehme ich hier voll in die Zange. Ich glaube, der Punisher hat zwar auch die mittlere verloren, aber
Egal, gib mir jetzt einen Rest. Kaum noch Leben und noch eine Waffe. Ich klop mich nochmal und verpiss mich. Vielleicht kann ich nochmal einen Angriff starten. Juhu. Das läuft. Alter, die haben mich aber voll in die Zange genommen. Ich sehe nicht mehr gut aus. Ich habe nur 160 Leben. Aber ich habe noch eine Waffe. Und alle angeschossen. Ach ja, perfekt. Ein Bauteil muss ich noch fertigen. Das mache ich schnell. Ich baue schnell irgendwas. Ach, ich baue ein Radar. Das brauche ich, glaube ich, um irgendwas zu bauen, bestimmt mal. So, Tagesaufgaben erledigt. Nice. Weiter geht's. Okay, ich habe meine Tagesaufgaben noch schnell gemacht und zocke jetzt noch ein, zwei Ründchen. Mal sehen, irgendwas Cooles. Hoffentlich gewinnen wir noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.